Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich mache jetzt doch einen ganz kleinen Forecast, was ich erst gar nicht vorhatte, damit ihr wisst, worum es geht. Und wir befassen uns gerade mal in einen Schnelldurchlauf mit der Charaktererfassung. Und danach werde ich euch nochmal erneut herzlich willkommen heißen. Bis dahin, viel Spaß. Ja, ich werde mich gleich begrüßen. Ach, da geht's weiter. Also immer, wenn ich anfangen will. Also hört zu und lauscht.
Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück oder beziehungsweise zur ersten Folge von Dragon Age Inquisition. Ich habe mir lange, lange Gedanken drum gemacht, was wir nun endlich mal spielen sollen, denn auf unserem Kanal ist eigentlich nur ein Bausimulator zu finden und wirkliches Single-Player-Let's Play gibt es momentan nicht. Und da habe ich mir gedacht, Dragon Age Inquisition spiele ich schon auf Xbox One, gefällt mir verdammt nochmal gut, dass ich mir gedacht habe, warum machen wir nicht davon ein Let's Play, denn ich bin ein großer Dragon Age Fan, habe alle beiden ersten Teile durchgespielt und bin am zweiten Teil auf der Xbox One noch gar nicht mal so weit, habe mir gedacht, ach, du spielst es einfach mal auf PC und nehmen wir euch in die Reise mit. Und ich kann euch sagen, es soll verdammt spannend werden. Und bevor wir hier weiter rumquatschen, werden wir direkt in das Spiel uns eintauchen. Das ist meine Elfen, die ihr gerade in einem Schnelldurchlauf specialmäßig gesehen habt, wie ich sie erstellt habe. Und jetzt soll ich mich zu dem äußern, was denn da gerade passiert ist. Und genau das tun wir. Denn ich denke mal, ich war's. Ihr denkt, ich bin dafür verantwortlich. Erklärt mir das. Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen Sie, Cassandra. Okay, das heißt, Sie, ja. Ich kann mich natürlich jetzt ein bisschen gucken, was wir so sagen. Was sagen wir denn da in dem Falle? Denn ich könnte jetzt sagen, hier, lasst mich gehen. Ein bisschen provokant. All diese Leute, die dabei gestorben sind. Und was jetzt? Ein bisschen, ne? Und verwirrt sein. In dem Fall, ich würde sagen, wenn man sowas durchlebt, wie was wir hier gerade durchleben, bin ich eher ein bisschen verwirrt und weiß gar nicht, was denn da los ist. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt. Und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde sie zum Riss bringen. Denn mit unserer Fähigkeit, die wir da haben, was ist geschehen? Zeigt uns etwas, was wir können. Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Beziehungsweise, sie wissen es schon und wir wissen es eigentlich noch gar nicht. Und da beginnt jetzt wirklich das Spiel. Jetzt können wir mal diesen Flachsen aufhören. Denn zwischen den Gesprächen sollte man nicht unbedingt reden. Wir sind hier gerade, wir sind immer noch gefangen. Und sehen jetzt gleich den Riss. Wo ist er? Die Himmelsbresche nennen sie das auch. Ich spoiler jetzt schon 5 Minuten zuvor. Oh mein Gott. Da ist sie. Und da bin ich. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde größer wird. Da ist die geile Tante. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich verstehe. Das heißt? Ich werde tun, was auch immer nötig ist. Koste es, was es wolle. Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst. So wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden.
Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? So, nun geht es wirklich los. Wir sind hier diese Person. Ja, Cassandra, bist du fertig? Sie ist fertig und wir können uns mit den normalen Tasten hier, also mit Steuerung, WASD und den Mausbewegungen, können wir uns bewegen. Und in der Regel würde ich jetzt sagen, ja, können wir so spielen. Ich muss allerdings sagen, dass mir die Steuerung mit der Maus und der Tastatur gar nicht so gut gefällt, weil ihr werdet es später sehen in dem Taktikmenü. Da ist der größte Kritikpunkt. Von daher, schönen Gruß an... Boah. Naja, okay, ich mach's bei der nächsten Aufnahme. Eigentlich wollte ich jetzt mit Gamepad spielen. Wir werden es dann hier aber gleich erkennen, warum das mit der Maus und der Tastatur nicht immer ganz so schön zu sehen ist. Wir werden uns jetzt einfach mal fortbewegen, denn er sagt uns, wir sollen nach vorne gehen. Wir gehen natürlich vor und rennen ihr weg. Und da sagt uns das Symbol, diese Sonne, ne, zeigt uns das Questziel. Das ist die Sonne des Erbauers. Das ist die Gottheit hier im Spiel, kann man sagen. Daran, wo die Menschen halt glauben, das ist der Erbauer. Ihr hört es gerade beim Erbauer. Mit M können wir die Questkarte aufwählen. Das ist unsere kleine Karte. Relativ klein. Auch natürlich, wenn wir später in anderen Gebieten sind, ist das natürlich wesentlich größer. Das ist ein Open-World-Spiel. Das heißt, wir können uns in der Welt die meiste Zeit frei bewegen. Nur kleine Wege sind begrenzt. Bis jetzt so ziemlich gar nichts. Und da ist was auf uns zugekommen. Und ich spüre es in meiner Hand. Irgendwas ist anders als sonst. Ich leuchte. Desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, mit denen wir es zu tun haben. Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie sagten, hinter euch im Riss sei... Ich glaube. Ja, ja. Geht man nicht so? Kann ich die gar nicht. Kann ich die gar nicht resetten? Doch, ich kann ihn resetten. Doch niemand weiß, wer sie war. Bleibt hinter mir! Da haben wir zwei Dolche. Wir sind nämlich eine Schurkin. Und wir schnappen uns natürlich die Dolche, denn wir sind in großer Gefahr. Ein Dämon aus der Bresche heraus. Jawoll. Da gibt es erstmal einen auf der Mütze. Hier haben wir das, ja, das Stoppmenü, so wie man es halt auch kennt. Aus dem klassischen Dragon Age. Das heißt, wir können das Spiel immer pausieren und können somit hier unten in unserer Leiste die, die jeweiligen Fähigkeiten taktisch benutzen, so wie wir meinen. Wir haben später insgesamt 4 Helden und mit all den 4 Helden können wir dann verschiedene Fähigkeiten auswählen. Gleichzeitig können wir auch Taktiken in einem Menü, da kommen wir aber später zu, das ist ein bisschen gerade viel. Drücke Ende oder die rechte Maustaste, um anzugreifen. Das heißt, wir können jetzt hier angreifen. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, hier Pause. Ja, sag hier da du. Na, das ist das Taktikmenü und das ist echt fummelig. So, ich kann jetzt hier sagen, zack. Greif ihn so an, mach die Pause wieder weg. Und dann greift er ihn so an, wie es sein soll. Aber irgendwie... Meine Güte, was ist das hier? Jetzt bringen wir die Fähigkeiten denn alle. Es ist vorbei. Weg mit der Waffe. Los. So. Ein Dämon hat mich angegriffen. Was hätte ich denn eurer Meinung nach tun sollen? Ihr müsst auch nicht kämpfen. Behauptet ihr etwa, so etwas wird nicht... Genau, wir stehen einfach doof daneben, denn, ne? Ihr habt recht. Cassandra ist eigentlich ein ganz cooles Biest. Und ich kann auch nicht... Ich will sie eigentlich immer klar rumkriegen, aber bis jetzt habe ich noch nicht geschafft. Leider. Es ist Cassandra. Ich sollte mich daran erinnern, dass ihr bereit wart, aus freien Stücken mitzukommen. So sieht's aus. Drücken, ja, 10 Tastatur 9, also die 9er, um den Trank zu heilen. Ich kann mich jetzt hier heilen. Zack.
Dann habe ich mich geheilt. Die Tränke werden in den jeweiligen Lagern immer neu aufgefüllt. Das werden wir gleich sehen. Ich gucke gerade. Ah, ich habe das auch hier. Was bringt mir denn jetzt gerade die Verstohlenheit? Haben wir hier. Da können wir theoretisch eigentlich auch in das Menü gehen. Das ist unsere L. K. L. C. Wo haben wir denn das Menü? Egal, können wir auch gleich noch hin. Ach, da kommen wir noch gar nicht hin. Da kommen wir noch gar nicht drauf. Das ist ja... Okay, dann nehmen wir das erstmal. Wir haben immer noch den Verstohlenheitsmodus an. So, drücke I, um in das Inventar zu öffnen. Hier kannst du die Beute untersuchen und Gegenstände ausrüsten. Das werden wir gleich mal direkt tun. Und wir sehen hier direkt einen kleinen Button. Und ich kann hier diese wunderschöne Haube... Kann ich ausrüsten? Habe ich jetzt getan. Jetzt sehe ich wunderschön aus. Gehe jetzt hier wieder raus. Habe den Verstohlenheitsmodus aus. Spiele das Ganze auf normal. Das Spiel soll wohl, wenn man das Ganze auf schwer spielt, erst dann anspruchsvoll werden, dass man sagt, okay, können wir gebrauchen. So, ich gehe jetzt hier einmal, zack, nehmen wir das Geld mit. Die Fähigkeiten verwenden Mana und Ausdauer, um den Kampf mächtige Effekte zu erzielen. Die meisten Fähigkeiten können erst eine gewisse Zeit erneuert eingesetzt werden, denn unser Mana etc. geht natürlich aus. Wir jumpen jetzt hier runter. Ach, flankieren, das ist doch was für... So, zack, zack. Können die erste Fähigkeit relativ schnell nehmen. Das ist beim Krieger nicht ganz so. Der Krieger hat, Zweihandkrieger hatte einen wesentlich höheren Cooldown. Hier ist es ein bisschen anders. Da oben stehen die Nächsten, die auf uns warten, uns töten möchten. Komm, Cassandra, du nimmst den unten und ich nehme den oben. Er greift uns aus der Distanz an. Zack. Sieht er mich jetzt noch? Oh, alter Wichser. Patsch, tot ist er. So, Cassandra, so macht man das. So, zack, den machen wir mit tot. Sie kriegt es ja selber nicht gebacken, also machen wir das Ganze. Patsch, und schon sind wir hier. Und haben auch die down. Die haben allerdings kein Loot uns da gelassen. Die gönnen uns das gerade nicht. Also gehen wir weiter hoch und gucken, was wir noch hier so Schönes finden. Der hat nichts an Loot für uns da. Ich glaube, hier geht's hoch. Was? Hier unten geht's weiter? Mein Gott, Cassandra sagt das doch. Okay, hier sind wieder zwei weitere. Man kann das, wie gesagt, auch das ganze Pausenmenü machen. Das zeige ich euch aber gleich in Ruhe in der nächsten Folge. Da werde ich nämlich mal fix mal eben auf mein Bild gehen. Schon bin ich aus dem Target raus, weil ich, ja, Verstohlenheitsmodus anhabe. Was natürlich verdammt nochmal gut ist, ne? Zack. Down. Hier unten sind noch zwei Hunter, diese beiden grünen, ich nenne sie jetzt einfach mal Hunter, diese, also Caster und ein Nahkämpfer. So, ich werde mir natürlich wieder in den Verstohlenheitsmodus gehen. Oh, verdammt, ich habe gehauen. Okay, egal. Kriegst einen auf die Mütze. Ich das gewusst, Mann. So, Batsch. Natürlich in dem Verstohlenheitsmodus wesentlich angenehmer. Vor allen Dingen mache ich mehr Schaden. Er ist down, der nächste. Na, komm schon. Jawohl, auch fertig. So, der hat Loot gelassen. Gucken, was unser kleiner Schleimbeutel für uns hat. Was haben wir da? Träumende Lupe, dies ist ein Objekt aus dem Bereich der Kreaturenforschung. Bring es zu einem Experten auf dem Gebiet der Kreaturenforschung, um mehr über diese Art von Kreatur zu erfahren. Das werden wir uns nachher angucken. Wenn es denn dann soweit ist, wir nehmen nochmal eben schnell einen Heiltrank. Der ist nämlich jetzt zu knapp geworden. Und müssen, denke ich mal, die Treppe hier hoch. Grafisch ist es natürlich wirklich ein schönes Spiel. Ich habe jetzt schon Kritik gehört von 1Live, wo es hieß, oh, die Grafik ist schlecht. Oder beziehungsweise sie ist nicht Next Gen. Ich persönlich muss sagen, ich finde es super schick. Und mir macht es auch viel Spaß. Allerdings bin ich auch so ein kleiner Dragon Age Fanboy. So, und jetzt... Können wir... Komm. Die Fähigkeiten haben manchmal doch einen etwas größeren Cooldown. Ja, jeder Dragon Age-Fan kennt natürlich den schönen Zwergen. Aus dem zweiten Teil und ich glaube sogar aus dem ersten Teil. Aus dem zweiten Teil stirbt sein Bruder. Schlussendlich im Berg.
überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Also, kann ich theoretisch helfen? Dann ist das Ding ja doch für irgendwas gut. Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eure Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Gut zu wissen. Und ich dachte, das ist ein geiler Typ. Ihr werdet es noch erfahren. Ich mochte ihn früher schon im zweiten Teil. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Schön, euch kennenzulernen, natürlich. Und eine nette Armbrust, die Betty. Die Betty heißt das sie, glaube ich. Eine nette Armbrust, die ihr da habt. Ja, nicht wahr? Bianca und ich haben schon... Bianca, genau. Bianca heißt sie. War fast richtig. Habt ihr eure Armbrust Bianca genannt? Natürlich. Und sie wird im Tal eine ausgezeichnete Begleitung abgeben. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Beric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen, mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Dann schulde ich euch meinen Dank. Ihr könnt mir danken, wenn es uns gelingt, die Bresche zu schließen, ohne euch dabei zu töten. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Eure Gefangene ist keine Magierin. Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja, Bianca ist schon ganz aufgeregt. So sieht es aus. Wir sind aufgeregt. Die Bianca ist es auch. Das heißt, Armbrust von ihm. Und wie es weitergeht, sehen wir nämlich in der zweiten Folge, denn ich werde jetzt mal ganz, ganz fix auf den Controller wechseln. Bis gleich.